Freiheit. Das, was ich im Spiel nicht tun kann, das schränkt meine Freiheit ein. Und das, was ich tun kann, das sind die Freiheiten, die ich habe. Ein Spiel hat immer Freiheiten. Und wenn es nur die ist, zu sagen, spiele ich es nicht, spiele ich es weiter vor allem. Die meisten Spiele bieten allerdings viel, viel mehr. Oft haben sie ein Grundsystem, so wie hier das Kampfsystem mit dem Schleichen, dem Looten und all dem. Aber auch das hat natürlich seine Grenzen. Und manchmal kommt das Spiel daher und steckt die Grenzen in gewissen Szenen enger als in anderen. Herzlich willkommen zu Guided Tour The Last of Us Part 2. Das ist Episode 31. Und was Freiheit bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Aber zuerst ein kleiner Rückblick. Die Szene, die man hier gleich sieht, ist nämlich interessant für die Zukunft des Spiels, auch wenn wir das jetzt natürlich noch nicht wissen können. She escaped. Und natürlich denkt man daran, dass das Ellie ist, die gesucht wird. Aber das ist nicht der Fall. Isaac wird ganz schön sauer sein. Wir werden zu dieser Szene nochmal etwas hören und sehen. Und ja, dann ist es sicherlich interessant und lustig, sie sich noch einmal anzusehen, denn sie bezieht sich auf etwas, was wir jetzt noch nicht wissen können. Zur Erinnerung, wir sind auf der Suche nach Nora. Nora, Teil dieses Teams, dieser verfluchten Gruppe, die Joel getötet hat. Und Nora soll sich im Hospital befinden und ja, es war ein weiter Weg dorthin. Und diese Szene mag einigen bekannt vorkommen, die sich vor Erscheinen des Spiels ein wenig Trailer angesehen haben, beziehungsweise Spielsessions angesehen haben. Denn der Ausschnitt, der jetzt folgt, war Teil einer dieser Demonstrationen. Die große Frage ist, haben sie genug draus gemacht, dass Ellie jetzt schwimmen kann? Übrigens eine der Freiheiten, die ich im ersten Teil nicht habe. Oh, da sitzt jemand. Und man hört Geräusche. Die Person hört entweder Walkman oder spielt etwas und wir werden es gleich sehen. Don't make a fucking sound. Hands up. Eine PSP. You know a girl named Nora? Sure, yeah. Where is she? In the hospital. Where in the hospital? Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Und hier komplett als Cutscene. Ich habe keine andere Möglichkeit, als diesen Mord zu begehen. That was dumb. Also Ellie macht durchaus klar, diese Frau hätte überleben können, wenn sie kooperiert hätte. Da habe ich aber meine Zweifel. Beziehungsweise sonst ist Ellie da auch nicht so pingelig. Dieses Spiel hätte ich jetzt recherchieren müssen, welches das ist. Es ist aber ein echtes Spiel, was auf der PlayStation Portable auch spielbar war. Und wir dürfen nicht vergessen, dass The Last of Us ja zu einer Zeit spielt, da gab es keine PlayStation 4, sondern die PSP und die PlayStation 3. Der Cut-Off-Punkt ist ja 2014, 13 so rum. So, und das ist eine Menge Loot hier. Und eine Sackgasse. Mit noch mehr Loot. Ja, ich hätte gern die Flasche. Sehr gut. Dankeschön. Ohne zu ertrinken, bitte. Okay, das ist ja ganz spannend. Hier im Keller haben sie diese Frau als Wache hingesetzt.
Haben sich aber wahrscheinlich nicht gedacht, dass sich da jemand reinschleichen kann. Was haben wir storytechnisch erfahren? Ja, das Hospital soll gesäubert werden, ist also noch nicht zombiefrei. Makes these shifts so much easier. Sure. I'll keep that in mind. Okay, ich habe einen klaren Plan. Sounds like scars are getting closer. If that's our guys executing us, please. Hey, did you hear why we're all getting called into the fog? I heard that Isaac wants us to retake all of downtown. I heard we might take the fight to them. Oh, no way. Not after what went down last time. Even Isaac isn't that crazy. That's what I heard. Okay, also zwei Leute, die sich hier unterhalten und eine Menge Leute, die unterwegs sind. Unter anderem auch mit Hund. Contact! Right over here! Und wie in all diesen Szenen ist das Spiel so aufgebaut, dass ich erstmal durchaus lernen soll, wie so ein Level aufgebaut ist. Oh nein, die Tür ist zu. Ich bin ja verwundert, dass ich noch nicht tot bin, aber das werde ich gleich schaffen, spätestens wenn der Hund kommt. Dankeschön. So, ich bin mal wieder beim Sprechen, deswegen nicht sehr konzentriert beim Kämpfen. Ja, offensichtlich wird weiter dieser Konflikt zwischen Seraphites und WLF angeteased. Und das Spiel möchte von mir, dass ich diesen Ort hier lese, Strategien entwickle und dann erst kämpfe. Also wir haben es auch mit Hunden zu tun. Das ist natürlich schlecht. Die Frage ist, kann ich Ammo craften, um hier ein bisschen stealthy vorzugehen? Ja. Die Machete habe ich immer noch gerne. Aber wo ist der Hund hin? Und wo sind sie denn alle? Da. Entdeckt worden. Auf die ein oder andere Weise, auf jeden Fall. Da hat jemand ein Geräusch gehört. Da kommen sie auch. Jemand weg, holt vielleicht Verstärkung. Und hier, den Hund möchte ich eigentlich mit einem Pfeil niederstrecken, damit er mich nicht verrät. Ich kann aber auch einfach in Bewegung bleiben, hieß es im Tutorial. Das war ein bisschen laut. Ja, noch habe ich keinen großen Überblick über den Level. Down there! Down there. Okay. Ist da oben jemand? Ich nehme nicht an, dass der Hund mir da folgen kann. Aber dahin kann der Hund mir natürlich folgen. Okay.
Ellie kennt aber keine Gnade. Okay. Oh, oh, da sind sie zu zweit. Und da bin ich komplett umrundet. Also dies ist der Teil des Spiels, die Kämpfe, wo ich sehr viel Freiheit habe und ja, mehr oder weniger alle Möglichkeiten ausnutzen kann, um zu spielen. Und diese Freiheit habe ich aber nicht überall. Nicht in jeder Ecke des Spiels. Okay, hier oben ist tatsächlich niemand. Außer Ammo, die ich hier gerne mitnehme. Oh, und ich hatte ganz vergessen, dass ich ja Silencer habe, die ich jetzt gerne auch benutzen möchte. Falls ich es nicht ganz sneaky probiere, das könnte ich natürlich auch mal. Okay, da ist jemand. Nur eine reingerannt. Und da ist der Hund. Shit, shit, shit. Jesus. Ja, das ist zumindest mal realistisch, muss ich sagen. Nach all dem Kämpfen bin ich nicht unbedingt scharf drauf, hier weiter zu kämpfen. Also es wäre mir durchaus recht, hier mehr zu sneaken. Und hier einfach durchzukommen. Ich weiß allerdings nicht genau, wo ich hin muss. Da ganz hinten ist jemand. Hey. Over here. Immer diese Taschenlampe. Probieren wir es doch mal hier ein bisschen schneller. Ich meine, das entspricht ja sozusagen auch der Situation, in der sich die echte Ellie befinden würde. Nämlich hier relativ blind durch zu sneaken. Shit. Also ich war gut. Das ist nicht schlecht. Interessant. Das war interessant, weil es wirklich wieder so realistisch wirkt. Mir vielleicht sogar ein bisschen zu realistisch. Ich musste tatsächlich warten mit meinem Melee-Angriff, bis sie out of keine Patronen mehr hatte. So, jetzt habe ich doch einen ganz guten, oh, ein Köfferchen. Den habe ich vorhin übersehen. So ein bisschen die Wege kalkulieren kann man ja jetzt schon. Der müsste nämlich hier rumgekommen sein, dann könnte ich ihn jetzt von hinten. Ja, da ist er schon weitergelatscht.
check it out. I got your back. Whoa! Colin! Fucking ambush! I think it came from over there! Okay, ich bin entdeckt. Aber sie haben mich noch nicht. Jetzt schon. Allerdings habe ich jetzt eine mehr ausgeschaltet. Also, das ist nicht schlecht gemacht. Das ist durchaus auch so spannend und knapp, wie sich diese Situation anfühlen soll und so disorientierend. Okay, da sind sie alle. Ein Kabel. Ein Kabel. Over here. Und was ich wirklich nicht leiden kann, ist diese verdammte... Diese verdammte Taschenlampe, die die ganze Zeit angeht. Da muss ich wohl hin. Das Einzige, was ich wieder geschafft habe, ist die Taschenlampe anzumachen. So, aber jetzt nach dem vierten Versuch ist relativ klar, was zu tun ist. Ich muss jetzt nur noch vernünftig ausführen. Im Grunde eigentlich geht es nur ganz simpel geradeaus. Ja, wenn man schnell ist, erwischt man den auch gleich. Das macht es wesentlich angenehmer, hier dann durchzusneaken. Ja, das Medipack nehme ich mir lieber mal mit. Ja, so ein Silencer ist schon was ganz Angenehmes. Und ich habe wieder die Taschenlampe angemacht. Das ist sehr anstrengend. Geschüttelt habe ich die noch nicht, sondern da ist kommt eine ganze Menge. Mal sehen, ob das hier... Ja, auch das ist tatsächlich möglich und gibt dem Ganzen wieder mehr Realismus. Ich habe mich jetzt tatsächlich endlich auch gelöst von dieser Maxime. Ich muss alle erstmal umbringen, bevor ich weiterlaufe. Und das macht das Spiel, gibt dem Spiel nochmal einen ganz anderen Touch, wenn man mit dem Flow geht. So, wo ist Nora? Und warum brauchen wir überhaupt Nora? Wir wollen Nora finden, damit... sie uns verrät, wo sich Abby befindet. Aber die große Frage ist, sind wir jetzt als Spieler, gerade ich so mit ein paar Pausen, überhaupt noch im Kopf an dieser Stelle? Ist das noch was, was mich interessiert? Ich meine, der Tod von Joel jetzt in dieser YouTube-Reihe ist ja Jahre her gefühlt. In Wirklichkeit ein paar Monate.
Also meine Motivation ist schon arg verblasst. Das ist jetzt hier oben ganz interessant. Dunkel, nichts los. Wo bin ich hier gelandet? Es könnten hier durchaus auch Zombies sein. Denn die oberen Stockwerke werden ja gerade erst geklärt, wurde mir gesagt. Supply List, Masts. Gelburn Dressing Blankets nicht gefunden. Be sure to dig into the corners of the second floor. There are still rooms we haven't opened that might have things worth taking. Don't go near the lower levels, Sam. Also da wird darauf hingewiesen, dass in den niedrigeren Levels, also in den niedrigeren Stöcken weiter unten, ja, die Zombies auf uns warten. Hier oben scheint nicht viel los zu sein, aber da höre ich was. Inszenatorisch natürlich sehr klar komponiert. Da, wo das Licht ist, da könnte Nora sein. Das ist nur ein ganz kleiner Schein, der mich gleich auf eine Mechanik aufmerksam macht, nämlich, dass man hier durch Schächte klettern kann. Und da kann man lernen, wie man Diabetes verhindert. Okay. Hier hat jemand Musik an und das sieht doch aus wie unsere Zielperson Nora. Ganz typischer Naughty Dog hier. Erstmal durch einen Frame unser Ziel vorankündigen, damit... Nora, I'm not going down for her, man. Ja, und da erinnern wir uns doch mal, und das kann man eigentlich nicht wirklich, wenn man es das erste Mal spielt, an den Anfang der Folge, wo die Leute gesagt haben, sie ist verschwunden. Und da handelt es sich wohl um Abby und vielleicht die Vermutung, dass sie desertiert ist, AWOL gegangen ist. Wer weiß das? So, das ist alles Cutscene, da mache ich nichts. Also ich habe ja schon in der letzten Folge erwähnt, wie krass die Übergänge, wie smooth die Übergänge sind. Ich sollte vielleicht mich auch mal wieder um Fähigkeiten kümmern. Craft more arrows, das hatte ich schon. Das ist nämlich gut. Und die Molotovs zu improven ist sicher auch keine falsche Idee. Hier ist niemand mehr. Wo sind sie hingegangen? Nora. Und die anderen? Ich wollte Pfeile craften, habe ich vorher nicht geschafft im Kampf. Noch ein bisschen mehr. Das ist sehr angenehm, dass ich das direkt hier aus dem Waffenmenü rausmachen kann. So. Und jetzt werden wir Nora befragen, wo Abby ist. Don't scream. Put that shit down. Und hier ist die Freiheit wieder weg. Das ist eine Cutscene. You remember me? Yeah. You remember me. What do you want? Abby was here earlier. Where'd she go? I don't know. You shoot me. The sound will have every soldier come running. You'll still be dead. Das zeigt ja, wie Ellie jetzt denkt. Tell me where she went and I'll think about letting you go. We could have killed you. Maybe you should have. Or maybe you should have stayed the fuck out of Jackson. Where's Abby?
You still hear his screams? What? I hear them every night. Yeah. Yeah, that little bitch got what he deserved. You fucking... Wir wissen ja noch nicht, was der Grund war. Und das ist eine kleine Reminiszenz an eine der Startszenen aus Teil 1, wo es auch so eine Verfolgungsjagd gibt. Aber die ist fast meta inszeniert hier. Mit spielmechanisch, oh, was war das für ein Glitch? Spielmechanisch eine schöne Abwechslung, muss ich dazu ehrlich sagen. Und da deckt sich ja auch das, was ich tue, was ich will, mit dem, ich muss mir die Uhr angucken. Oh, die Uhr. Ah. Zeigt die gleiche Uhrzeit, aber die Uhr ist gedreht. Entschuldigung. Das musste jetzt sein, auch wenn ich dadurch gestorben bin. Das war ein kleines, schönes Easter Egg. Ganz persönlich für mich. Eine gedrehte Uhr, die die gleiche Uhrzeit zeigt wie alle anderen. Ja, ich habe hier die gleichen Bedürfnisse wie Ellie. Das ist ganz interessant, weil diese Szene, diese schnelle Verfolgungsszene, da bin ich eins mit Abby. Ich will die Informationen von Nora und ich will sie gleich und ich will Nora einholen. Wo ist sie hin? Dahin. Das ist alles teilgescriptet mit einem Timer. Oh Gott. Mit einem Timer, der mich versagen lässt oder wenn ich einfach in den Fahrstuhlschacht hineinspringe, aber ich habe ja schon oft erwähnt, dass Fahrstühle gefährlich sind in diesem Spiel. Hier wieder eine Szene ohne Kontrolle. Aber so leicht lasse ich mich nicht abschütteln. Quicktime-Events, wir werden verfolgt. Und das ist vielleicht die letzte Stelle, wo wichtig ist, dass Ellie immun ist. Und das finde ich storytechnisch sehr schön gemacht, dass sie das zu ihrem Vorteil nutzt. Also eine gut und interessant inszenierte Passage, wobei es jetzt hier direkt auch wieder ins Gameplay übergeht. Oh oh. Und hier scheinen auch Zombies unterwegs zu sein. Ja, bin ich gleich von hinten dran. Also, so viele Tode habt ihr schon lange nicht mehr gesehen in einem YouTube-Video. Ich schätze mal, die meisten YouTuber schneiden das raus. Oder sind einfach besser. So, also, sobald ich hier Geräusche mache. Gefährlich, das heißt, dann doch einfach Nora nach und die Soldaten dürfen sich gerne um die Zombies kümmern. Okay, Zombies klopfen. Wo ist Nora hin? Und hier wird's ja ungemütlich. Habt ihr wohl kommen, wenn ich hier warte? Ich denke nicht.
Das wird ähnlich sein wie im ersten Teil, das hat keiner geskriptet. Also das hier sieht nicht gut aus. Und wir sind ja eine Etage tiefer. Das wundert mich nicht, dass man das hier erstmal klären möchte. Beziehungsweise, stimmt ja gar nicht, dass man hier aufgegeben hat, das klären zu wollen. Halleluja. Ich höre ein Husten und das wird wohl Nora sein. Also auch schön foreshadowed, wo sie sein könnte, hören wir erstmal übers Audio. Und das ergibt ja Sinn. Und hier inszenatorisch kommt das rote Licht wieder. Was? Uiuiui. Wow. Was durchaus auch eine Rolle spielt. Vom Gefühl her, diese Lichtblitze. Und hier schaltet sich die Freiheit wieder aus. Ellie verschließt den Zugang ohne mein Zutun und jetzt passiert etwas. Also das Laufen durfte ich selber machen. Das hier geschieht einfach. Oh, das geht aber schnell, wie sie sich verwandelt. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass hier massiv viele Sporen sind. Wir befinden uns immer noch in einer Cutscene. Oder wieder vor allem. Okay, und das ist von der Story her wichtig. Du bist sie. You Firefly? There are no Fireflies anymore. Also der erste Bezug überhaupt, wer sind die Leute, die Joel angegriffen haben? Es waren wohl Fireflies. Where's Abby? I'm fucking dead anyway. Why would I tell you anything? Because I can make it quick. Or I can make it so much worse. Think about what he did. How many people are dead because of him? Last chance. I'm not giving up, my friend. So, und stopp. Das ist der Bruch. Das war bei mir der Bruch zwischen Ellie und mir. Und die große Frage, die sich hier stellt, ist die nach der Freiheit. Denn was ich hier gemacht habe, ist so lange zu warten, bis Ellie aufgibt. Aber das wird nie geschehen. Die Musik pumpt, man kann da sozusagen sogar reinhören und überlegen, jetzt kommt gleich der Punkt, wo sie nicht mehr weitermacht. Also sie atmet manchmal auch schwerer, manchmal kürzer. Aber ich muss die Quadrattaste drücken. Und das ist eine interessante Entscheidung von Naughty Dog, dass der Bruch zwischen mir und Ellie in Kauf genommen wird, beziehungsweise sogar forciert wird an dieser Stelle. So weit will ich nicht gehen, sie jetzt dazu zu bringen, zu reden. Als Spieler. Aber Ellie will das, das sehe ich ja hier. Beziehungsweise sie kämpft mit sich, kämpft sie noch mit sich. Aber ich muss diese Aktion ausführen, obwohl ich diese Entscheidung nicht treffen darf. Und das Einzige, was ich machen könnte, wäre aufhören zu spielen. So ist das Spiel aber nicht angelegt. Also ich könnte mir durchaus ein Spiel vorstellen, was darauf auf diesen Punkt hinbaut, dass ich hier aufhöre. Das ist es aber nicht. Das ist nicht The Last of Us Part 2. Und deswegen hat mich dieser Zwang, es selber auszuführen,
erstmal irritiert in meiner ersten Partie. Er hat mich von Ellie weiter weggetrieben und ganz ehrlich, er hat mich wütend gemacht. Und zwar nicht so, wie Ellie jetzt wütend ist, sondern mich hat er wütend gemacht aufs Spiel. Aber vielleicht sollten wir mal philosophieren, ist es denn eine gute Entscheidung oder eine falsche Entscheidung? Ich denke, richtig oder falsch sind vielleicht die falschen Kategorien, sondern was bewirkt sie, dass ich hier abdrücken muss? Man hätte sich fragen können, hätte das Spiel so gebaut werden können, dass ich eine Entscheidung bekomme? Bestimmt. Das will das Spiel aber nicht. Das Spiel will diesen Abstand zu Ellie. Ich spiele zwar Ellie, aber ich bin nicht Ellie. Und deswegen ist das durchaus legitim. Warum stoße ich sie denn dann trotzdem jetzt über die Klippe? Ich denke, in den meisten Spielen geht es darum, einen Teil der Schuld auf sich selber, mit sich selber zu verknüpfen. Denn ich drücke den Knopf, ja oder nein. Und das hat bei mir nicht so richtig gut funktioniert. Beziehungsweise ich war eben wütend auf das Spiel, dass ich diesen Teil der Schuld selber aufnehmen musste. Das hätte ich gerne nicht getan. Ich hätte mir vielleicht einfach eine Cutscene angesehen. Vielleicht wäre es sogar schöner gewesen, spielerisch, also spielmechanisch vom Spieldesign her, mich dazu zu bringen, ich versuche, Ellie abzuhalten. Also nehmen wir mal an, ich muss den Knopf so lange drücken und solange ich ihn drücke, schlägt Ellie nicht zu. Dann wäre das spielerisch für mich interessanter gewesen und besser, weil irgendwann gebe ich auf. Irgendwann gebe ich in so einem Szenario auf und lasse die Taste los gegenüber Ellie. Ich werde nicht aktiv, sondern durch das Unterlassen passiert das Unglück. Das wäre für mich spielmechanisch eine wesentlich stärkere Aussage gewesen als das, was jetzt gleich passieren wird, was ich jetzt tun werde, nämlich das Viereck drücken. Und es ist nur ein winziger Druck. Es ist nicht nur, dass ich mehrfach drauf einschlage, doch, ich muss mehrfach drauf einschlagen. Ich muss es wieder und wieder tun. 3 natürlich, denn 3 ist immer die Zahl. Beenden wir hier diese Folge im Schwarzen. Und das ist ein längeres Schwarz, vielleicht länger als es fürs Laden brauchen würde. Und lassen euch entscheiden, wie war das? War's gut? War das die richtige Entscheidung? War das klug von Naughty Dog? Und was wird es jetzt in meinem Verhältnis zu Ellie tun, in meinem Verhältnis als Spieler zu Ellie tun, wird es mich entrücken, so wie es mich in meinem ersten Durchspielen entrückt hat. Wir werden es sehen. Ich verabschiede mich für diese Woche. Bis dann.